Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei uns in der Deutschen Nationalbibliothek und ich freue mich, dass Herr Klimpel es gewagt hat, mal nicht in Berlin zu tagen. Ich sage jetzt nicht in der Provinz, sondern in Frankfurt am Main. Und ich freue mich vor allem, dass das Wetter so schön mitspielt und dass wir heute noch mal so einen goldenen Oktobertag haben. Ich denke, das passt zu dieser schönen Konferenz. Schön, dass Sie da sind. Ich denke, es werden im Laufe des Tages und auch morgen immer mal wieder neue Gesichter auch noch dazukommen und wieder abspringen. So wie ich diese Konferenz kenne, ist sie in jeder Beziehung dynamisch. Ja, ich habe heute Morgen, und das ist so ein Insider-Joke, bitte die, die es nicht verstehen, einfach weghören, doch wieder in meine Frankfurter Tageszeitung hineingeguckt und habe dort die wirklich begnadeten Karikaturisten Gräser und Lenz auf der ersten Seite gefunden, die auf dem Weg nach Jamaika beschreiben und sagen, wir haben erste Übereinstimmungen, es bleibt beim Rechtsverkehr und bei der Amtssprache Deutsch und draußen gibt es nur Kännchen. Also die Amtssprache ist Deutsch, aber ich freue mich, dass wir Übersetzerinnen haben und Übersetzer, die hier eine simultane Übersetzung machen, sodass die, die kein Deutsch verstehen, auch alles mitverfolgen können. Herzlichen Dank, ich weiß, wie anstrengend das ist und ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit haben. Rechtsverkehr ist, glaube ich, hier nicht so relevant, aber die Sache mit den Kännchen muss ich noch erklären. Wenn Sie unser WLAN benutzen wollen, dann müssen Sie sich einzeln anmelden. Das sind die Kännchen. Also, Sie müssen bitte auf unser Portal gehen, sich registrieren, dann geht das alles wunderbar. Wenn Sie das noch nicht getan haben, draußen am Informationsdesk gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das wissen, wie es geht und die Ihnen da weiterhelfen. So, das sind die Housekeeping-Items und ich möchte, außer dass ich Sie alle begrüßen möchte, Herrn Klimpel natürlich danken möchte, noch ganz wenig über die Deutsche Nationalbibliothek sagen. Ich finde, dass diese Veranstaltung wunderbar zu uns passt. Erstmal Zugang gestalten sowieso. Das ist ein großartiger Titel und ich beneide Herrn Klimpel dafür, dass er diesen Titel für seine Konferenzreihe mal gefunden hat und dabei bleibt. Das ist wirklich klasse. Mehr Verantwortung für das kulturelle Erbe, ja, passt großartig zu uns. Aber auch dieser Titel der diesjährigen Veranstaltung, Zusammenarbeiten, passt so gut, weil wir in jeder Beziehung zusammenarbeiten als ein Motto über unser Haus schreiben könnten. Nicht nur, dass wir zwei Standorte haben, in Leipzig und in Frankfurt und jeden Tag so tun, als hätten wir keine zwei. Also wir arbeiten zusammen, egal wo wir sind und ich denke, das ist ein gutes Motto. Wir arbeiten zusammen, obwohl wir als Bibliothek eine Bibliothek sind, aber wir haben ein Archiv, wir sind ein Archiv, wir haben ein Museum, wir haben alle diese Sparten, wir haben Musik, wir haben also all die Sparten, die auch hier im Raum jetzt versammelt sind und wir versuchen für die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler Dienste zu leisten. Also wir fühlen uns als eine Institution, die Zusammenarbeit auf ihre Fahnen geschrieben hat. Wir sind als Koordinator des Kompetenznetzwerks der DDB beteiligt an der DDB. Wir sind die Servicestelle der DDB. Ich freue mich, dass ich frisch gebackene Vorsitzende der Europeana Foundation wieder bin. Also, wie Sie sehen, wir sind der Host für die Zeitschriftendatenbank, die eine großartige kooperative Datenbank in Deutschland ist für Periodika. Wir hosten die gemeinsame Normendatei. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Ich freue mich, dass Sie alle hergekommen sind, um bei dem Thema Zusammenarbeiten mit uns allen nachzudenken. Denn wenn man erstmal angefangen hat, zusammenzuarbeiten, kommt man schlecht wieder raus. Das ist der Nachteil beim Zusammenarbeiten. Das sieht man jetzt ja auch beim Brexit. Man sieht es, glaube ich, in Katalonien ist es schwer, da wieder rauszukommen. Aber es ist auch richtig, dass man es tut. Also, gestern haben Sie hoffentlich zusammengefunden. Heute Abend wollen wir zusammen feiern. Und dazwischen und morgen früh wollen wir zusammenarbeiten. Dazu wünsche ich uns allen viel Erfolg, viel Spaß und sag noch einmal herzlich willkommen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus